Liebe Dorstnerinnen und Dorstner, am 23. Mai feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Ein wirklicher Grund zum Feiern. Und eine wichtige Sache, die uns das Grundgesetz absichert, uns als Bürgerinnen und Bürger absichert, das ist das Recht auf die freie Meinungsäußerung. Wir dürfen frei unsere Meinung äußern, ohne dass uns der Staat dafür sanktionieren darf oder gar einsperren darf, wie das in anderen Ländern ist. Natürlich gilt es dabei, einige Regeln zu beachten. Wir dürfen eben unsere Meinung sagen, aber dürfen natürlich keine falschen Tatsachenbehauptungen aufstellen, beispielsweise falsche Fakten behaupten oder auf der anderen Seite natürlich auch Beleidigungen aussprechen. In den letzten Tagen gab es verschiedene körperliche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Körperliche Gewalt, aber auch psychische Gewalt hat zugenommen. Bedrohungssituationen, das Auflaufen vor Gebäuden oder Wohnungen von Politikerinnen und Politikern, das Einschüchtern und eben auch die körperliche Gewalt. All das ist vollkommen inakzeptabel. All das führt nicht für einen Meinungsaustausch. Ich muss nicht mit der Politik eines Politikers oder einer Politikerin einverstanden sein. Ich darf das massiv kritisieren. Ich darf auch jemanden für unfähig halten, sein Amt oder seine Funktion zu bekleiden. Und all das darf ich äußern. Was aber vollkommen inakzeptabel ist, das ist körperliche oder psychische Gewalt. Denn all das führt dazu, dass kein echter Meinungsaustausch mehr möglich ist. Und all das haben wir in Deutschland bereits erlebt. Sowohl während des Nazi-Terrors als auch in Zeiten des SED-Unrechtsstaates in der ehemaligen DDR. Menschen wurden systematisch verfolgt und, wir können uns daran erinnern, gerade am Ende der Weimarer Republik, die Gewalt auf den Straßen, die dazu geführt hat, dass kein Meinungsaustausch mehr möglich war. Menschen wurden gehindert, ihre Wahl frei zu treffen. Menschen wurden gehindert, ihre Meinung zu äußern. Und wir müssen wissen, all das führt dazu, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären werden, für die Gesellschaft, zum Beispiel in der Politik, aber auch in anderen gesellschaftlichen Funktionen, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen ganz klar aufstehen gegen Gewalt, gegen jede Form der Gewalt. Aber eins muss uns klar sein, Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, das ist gleichsam auch immer ein Angriff auf die Meinungsfreiheit in unserem Land. Denn da schüchtern Menschen ein, ihre Meinung nicht mehr frei zu äußern. Und das darf nicht sein. Und deswegen stehen wir Dorstnerinnen und Dorstner fest zusammen und ermöglichen Meinungsaustausch, ermöglichen Meinungsfreiheit und stehen fest zusammen gegen Gewalt gegen Menschen.